Hallo, liebe Freunde, hier sind wir wieder bei Pathfinder Kingmaker zurück in der rätselhaften Zwergenfeste. Und ja, spannend, was für rätselhafte Rätsel uns hier noch rätselhaft erwarten mit unserer rätselhaften Truppe hier. So, wir haben zuletzt uns hier durch den einen oder anderen Trollkopf geschlagen und werden jetzt mal, hier haben wir jetzt im Grunde alles erforscht, wir haben hier zwei seltsame Scheiben gefunden, eine Mond- und eine Sonnenscheibe, und begeben uns jetzt mal in die tieferen Gefilde dieses merkwürdigen Gebäudes. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Und ob wir da jetzt gleich auf Tatuccio treffen, wo hier mal irgendwas noch was sehen. Alles nur Pillepalle. Ah, die eine Perle da. Okay. Wir gehen. So. Der nächste Level. Und jetzt kommt der Keller der Zwergenfeste. Ich hoffe, sie haben da nicht nur Deko und alles Gerümpel, sondern auch Schätze. Und da haben wir auch schon mal einen Trollhund. Sehr schön. Ja. Done with waiting. And Lindsay was called forth. Be on guard. Wollen wir den gleich mal zu uns locken? So, hier haben wir einen Trollhund. Der ist ja schon fast tot. Und zwei sehr unvorsichtige Koboldkrieger. Die lassen wir mal einfach mal kommen. Any last wishes? Ich glaube, Amiri brauchen wir gar nicht. Die kann den jetzt finishen. Oder? Die braucht noch nicht mal einen Sturmangriff. Sie kann einfach so auf den drauf. Die Kobolde sind eigentlich gleich weg. So. Das war jetzt nicht viel Widerstand, den wir dann bekommen haben. Oh. Leichtes Schild. Gut. Oh, Kurzschwert Meisterstück. Die sind 100 wert. Die nehmen wir mal mit. Da hatten hier immer eine gute Ausstattung, diese Kobolde. Eine ganz gute Rüstung eigentlich für einen Kobold, muss man sagen. Wo sie sich die zusammengeklaut haben. Darum haben wir auch bei denen nicht ganz so viel Schaden gemacht. Die waren gut gerüstet. Da sind wir nicht so gut durchgekommen. Oh, bis auf den Hund, aber kommen mit seinen Bissangriffen halt da ganz gut durch. Oh, Linz hat 12 Schaden gemacht, okay. Bei ihr lohnt sich das anscheinend auch, dass sie diesen neuen Angriff hat, tödliche Zielgenauigkeit. Sie schießt damit wirklich besser. Vorher hat sie immer nur so 7 Schaden gemacht, jetzt kann sie sogar 12. Auch wenn das nicht so riesig ist, aber besser als 7. So, gucken. Was erwartet uns von hier? Oh, wei. Das ist aber ein Riesenlevel. Die Tiefen des Trollverstecks. Ach du Gott, das geht in alle Richtungen. Puh. Wollen wir vielleicht mal erstmal hier weitergehen? Den Hauptgang erkunden. I will protect. Adventures call to them. Give the order. The end draws near. Here. I'm open to you. I am prepared. They'll never see me coming. Just letting the end dry. Gucken wir mal, ob eine Falle vielleicht vor uns ist. Hier brennt ja ein Riesenfeuer. Hier scheint aber keiner mehr zu sein. Oder ist der Raum hier schon zu... zu Ende. Mit irgendeiner Perlen verbuddelt. Hier ist die Decke angestürzt und sowas. Okay. Hier ist wieder eine Tür. Ah, hier ist noch was. Oh, geschenkte Driale. Kommt das hier hin? Okay. Okay, dann scheint hier nichts mehr bedrohliches zu sein weiter. All according to plan. Hm. Okay, dann haben wir jetzt die Wahl, durch welche Tür wir gehen. 1, 2 oder 3. Der Raum kann nicht so groß sein.
Gehen wir mal hier rein. Falls wir überhaupt reinkommen. Kann sein, dass wir hier einen Schlüssel brauchen, den wir nicht haben. Dann haben wir natürlich Pech gehabt. Jupp. Das geht schon mal nicht. Okay. Ja, was passiert, wenn wir alle Schlüssel nicht haben? Dann kommen wir überhaupt nicht weiter. Haha. Lustig. Okay. Dann schauen wir mal hier. Ich denke, eh wurscht. I am your shield. Diesen Koboldkrieger. Die sind anscheinend nicht feindlich gesinnt. Hier auch. Was ist? Hier ist Jason wieder. Oh, der hat ja eins auf die Fresse gekriegt, unserem Chef. Und hier sind Kobolde. Die sind allerdings alle noch nicht. Vielleicht haben die uns noch nicht bemerkt, feindlich. Und stehen die hier rum? Hier haben wir einen... Hier haben wir auf jeden Fall Fernkämpfer, Nahkämpfer. Und Jason. Was hat das zu bedeuten? Okay. Rätsel von der Rätsel. Okay. Jason, ich sag mal Jason. Jason kommt mir so bekloppt vor. Jason, du erblickst einen Troll, der dir bekannt vorkommt. Er hatte dich am Eingang des Verstecks begrüßt. Du glaubst, sein Name war Jason. Er und einige andere Trolle sind von der Koboldhorde umringt. Er hat aber auch eine Brandmarkung. Als er dich bemerkt, dreht sich Jason um und entblößt seine Zähne. Borba, schon da! Du töten gerne Troll und Kobold, Borba! Jetzt Jason dich töten! Deine Muskeln wölben sich unter seinem dicken Pelz und seine Augen funkeln zornig. Oh, wir wollen doch eigentlich gar nicht. Also, eigentlich war er ja ganz freundlich zu uns. Ihr habt mich zu eurem König gebracht und gesehen, wie die Sache ausging. Ich wollte einen Frieden aushandeln, aber euer König wollte Krieg. Ich kann die ja so ein bisschen gegeneinander ausspielen. Dazu muss er natürlich genug Verstand haben. Jason senkt seine Augen. Nach einigen Augenblicken der Stille schüttelt er seinen Kopf. König Hargulkar gab Jason Hoffnung, dass Borba und Troll Frieden schließen könnten. Jetzt König Hargulkar hat diese Hoffnung zerstört. Trobold stirbt jetzt. Durch deine Hand, aber nicht durch deine Schuld. Jason bedauern. Das war aber jetzt ein sehr weiser Satz. Der Troll betrachtet die anderen Trolle. Nennt Jason Feigling oder Verräter. Das jetzt egal. Jason nicht kämpfen. Jason wendet dir den Rücken zu und geht durch den steinernen Korridor weg. Okay. Das war jetzt interessant. Interessant. Vor allem der Satz, die Stadt stirbt zwar durch meine Hand, aber nicht durch meine Schuld. Das war sehr weise. Die Stille wird durch die schrillen Stimme eines Kobolds beendet. Jason der Satyr! Kobold, Gefahr, Krieg! Die Trolle heulen auf und stampfen so heftig mit ihren Füßen, dass die Wände beben. Kobold Funkenschamane. Oh shit, hier ist auch ein Schamane. Ein alter, lumpengehüllter Kobold tritt nach vorne. Ein bisschen sehr viel Kommas in diesem Satz. Menschen, Tartuk! Gefahr, zischt er. Tartuk, Kobolde, Frieden, Menschen, sterben. Okay. Wir haben mit sehr vielen Kobolden zu tun. Wo haben die sich alle auf den einen konzentriert? Meine ganze Truppe will auf den, okay. Auf wen gehen die Kobolde? Alle auf Valerie, weil sie vorne steht. Der hat sich noch nicht entschieden. Wir haben hier... Schamanen. Da hätten wir jetzt den anderen Stab brauchen können. Gut, dass wir das mal umbauen können. Den können sie mal hier auf die werfen. Und unser Hund macht direkt mal einen Funkenschamanen-Angriff.
Genau wie Amiri. Auf den anderen, ein Drachenschamane. Okay. Da kann sie noch nicht hin. Das ist. Der ist ja nicht nah genug. Okay, dann geh du mal hier hin. Und wir machen dann Kampfhaltung an. Die sind hier unwichtig. Lindsay schießt auf den Bogenschützen. Mit einem auch. Dann bleibt man da. Und mach das mal. So. Und Kundayo kann sich auf diesen. Ich war da noch so ein Bogenschütze, ne? Auf den hier konzentrieren. So, Harem sichert man noch da ab. So, kommt Amiri jetzt durch? Die zaubern. Ist egal, mach einen normalen Angriff. Lindsay ist noch nicht so weit. Micknack auch noch nicht. Kunoyo braucht auch noch. Und der Hund auch. Mist. Es dauert alles zu lang. Da haben die schon. Oh, 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 oh. Die feuern mit. Die kommen mit Feuerball an. Ich glaube, da ist Harem jetzt zu langsam, um da was gegen zu machen. Das ist jetzt zu kurz. Hm. Kann Linz hier die stören irgendwie? Nee, das ist zu spät. Der ist schon fertig. Vielleicht bei dem? Yo. Scheiße. Bring it! Okay, wir müssen diese Schamanen killen, auf jeden Fall. Der Troll ist erstmal gar nicht so wichtig. Become as dust. Schamanen sind am Arsch. Okay, dann auf den. Oh, da kommt von hinten auch noch ein Troll-Steinwerfer. Was ist das denn? Das ist aber eine Sonderrolle, die hat man noch nicht. Okay, ihr schießt mal auf den Bogenschützen mal. This should do it. Und ihr mal konzentriert dich auf den hier. So. Wo machen wir verschwimmen auf Valerie? Ihr habt schon ein bisschen was abgekriegt. Und Amiri schnappt sich hier diesen Troll. Und unser Hund auch. Weil er ist jetzt eh hin. Wir brauchen die so lange mit diesen scheiß Trollen. Macht sie fertig. Amiri hat den schon gekillt. Was hat sie gemacht? 22 Schaden. Und plus einmal Säure. Der Hund hat auch 25 Schaden gemacht. Dann nochmal 19 mit Amiri. Die haben, also Amiri und der Hund sind ein gutes Team. Die haben alles platt gemacht. So, jetzt machen wir dann die restlichen Kobolde fertig und dann war's das. Was haben die für eine Rüstungsklasse, dass die nicht durchkommen? Was hat denn die Kobolde für eine Rüstung? Das ist aber jetzt ein Ding. Gib mal hier ein bisschen aus dem Weg. Ich sehe sonst den Loot nicht mehr. Die haben ganz gute Rüstungen halt, ne? Hm. Die Kurzschwerter sind ja relativ wertvoll. Schutz vor Pfeilen. Oh, das ist ja mal interessant.
Schneeball, okay. Oh, hier haben wir nochmal einen Gürtel. Der Funke-Schamane hatte das. Ein Gürtel der unglaublichen Geschicklichkeit. Oh. Nice, nice. Den hat Lindsay schon. Hm. Der wäre natürlich auch was für ihn. Hä? Hm. Und dort wäre Lebenspunkte, ne? Lindsay hat ja schon einen. Ne, brauchen wir jetzt für uns nicht. Den könnten wir aber zum Beispiel Jubilos geben oder Octavia oder sowas. Mit Geschicklichkeit können die gut gebrauchen. Dann haben wir hier sehr viele Geschichten hier. Kann Harim den benutzen? Ne. Hm. Das ist ein Bannzauber. Den kann er nicht benutzen. Das ist eher was für Octavia dann. Schade. Wäre interessant gewesen. Hätte man Valerie vielleicht schützen können für Fernkämpfern. Aber ich glaube, die kommen jetzt hier auch nicht so vor, diese paar Kobolde hier. Das ist ein bisschen Pillepalle. Was hat Lindsay für eine Armbrust? Da ist das jetzt keine Verbesserung. Kurzschwert Meisterstück. Hm. Macht nicht viel Schaden, ne? Wäre natürlich was leichter. Mit irgendwas muss ich Linze ja auch mal ausstatten, aber da hast du eigentlich nichts, was das bringt. Okay, aber wir können einiges verkaufen hier. Halleluja. Also wenn wir hier durch sind, sind wir reich. So. Wir müssten nochmal den Hund heilen und du sagst es. Valerie auf jeden Fall. Was? 6? Das war eine mittlere Wunden heilen, du Depp. Also, sorry. Da kann ich ja gleich die leichten nehmen. Das ist eine komplette Verschwendung. Mit der leichten eine 5. Mann. Also, Leute. Also, das ist ja echt Bullshit hier, ey. Also, darin los ist, weiß ich nicht. Nee, also diese Zauber. So, okay, hier sind irgendwie Zwergenruhen an die Wände gemalt. Okay. Hier ist die Rune des Langebuck-Clans. Aha. Und hier waren wahrscheinlich die der anderen Clans noch drin. Hier, das ist die Rune des Langebuck-Clans. Der gesamte Clan muss vor vielen Jahren untergegangen sein. Jetzt kennen wir den Ort, in dem ihr Weg endete. Möge Grotius sie in seine ewige Lehre aufnehmen. Herim streckt die Hände aus, als wolle er die Rune berühren, zuckt dann aber im letzten Moment zurück. Ein Wissen-Weltwurf. Okay, der war erfolgreich. Was wisst ihr über diesen Clan? Harim nickt würdevoll und zupft erneut an seinem Bart. Zwerge haben ein langes, langes Leben. Mein Vater war als Kind beim Auszug der Langebucks aus dem Fünfkönigsgebirge dabei. Sie wollten damals nach Norden. Die ganze Stadt hatte sich versammelt, um sie zu verabschieden. Niemand hat sie je wieder gesehen. Nun weiß ich, welcher schreckliche Fluch ihre armen Seelen befallen hat. Ja, wir wissen ja noch gar nicht, was hier eigentlich genau war. Muss man mal sagen. Ja, wir wissen eigentlich nichts Genaues. Warum leuchten diese Runen? Zwerge neigen dazu, die Wände ihrer Festungen und Höhlen zu schmücken. Sie benutzen die Rune ihres Clans dazu. Normalerweise belegen sie ihre Runen mit einem Lichtzauber, damit sie selbst bei völliger Dunkelheit voller Stolz sie bewundern können. Harim untersucht die Rune noch einmal. Wo ist all dein Stolz geblieben, Langebuck-Clan? Wir wissen ja was. Welt. Daher ist Wissenwelt auch nicht so schlecht. Meines Wissens lebt irgendwo um Druma ein großer Zwergenclan, die Langebucks. Ich glaube, sie verdienen ihr Geld mit Handelskarawanen, haben in Restorf angeblich sogar einen Laden. Ich glaube, das wissen wir von dem Zwergenhändler in unserer Stadt. Wir haben ja diesen Zwergenschmied, der keinen Bart trägt und so weiter. Ich glaube, das hat der uns erzählt.
Da war wahrscheinlich Harim eben nicht dabei. Also von wegen heroisch ausgestorbener Clan. Edgy Badge. Harim, Sie sind also nicht umgekommen. Was für eine Schande. Harim seufzt missbilligend. Egal, jede lebende Kreatur stirbt früher oder später. Verkündet er, klingt allerdings nicht allzu überzeugt. Was will er denn jetzt? Einerseits ist er traurig, dass der Langebuch-Clan ausgestorben ist und jetzt passt es ihm nicht, dass sie noch am Leben sind. Also ihn kann man aber auch nicht rechts machen. Was will er denn jetzt eigentlich? Was für eine Schande, sie sind nicht umgekommen. Was für eine Schande, sie sind alle umgekommen. Also, ich glaube, er ist ein bisschen überfordert mit dem Ganzen hier. Ja, sehr traurig gehen wir. Mehr habe ich da jetzt nicht so zu sagen. Haben wir den schon ausgeräubert hier? Ja, er hat nichts dabei. Okay. Die sind alle ausgestorben. Wie schade. Oh, sie leben noch. Scheiße. Was für Versager. Sind nicht ausgestorben. Wie kann man nur nicht weiterleben? So eine Frechheit. Oh. Eine geheime Tür haben wir entdeckt. Interessant. Was ist das hier eigentlich? Hier sind keine Türen, ne? Moment, hier hat irgendwas. Ne? Nee. Ich dachte, hier war noch irgendwas. Nee. Okay, hier haben wir noch eine Tür. Hier ist eine große geheime Tür. Hier muss es noch einen kleineren, oder? Vielleicht einen kleineren Raum geben. Oder einen Gang. So wie das hier aussieht. Da kann man hier nicht reinzoomen. Okay, gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Oh ja. Follow my lead. Depend on me. Wo sind wir jetzt hier? Oh! Sieht aber böse aus, die Falle. Okay. Hier ist nur ein Durchgang, wie es aussieht. Okay, das... Oh, das hat Harim gesehen. Okay, vielleicht, weil er auch ein Zwerg ist. Anything else? Okay. Nice. Also hier war diese eine Tür. Applaus, please. Und da sind wir auch hier reingekommen, okay. Hier haben wir noch eine ziemlich bös aussehende Falle. Da speichern wir lieber mal vorher, bevor dann gleich alles hier um die Ohren fliegt, weil Linzi nur eins gewürfelt hat. Bisher hat sie ja Glück gehabt, muss man sagen. Bis auf diese eine Truhe, wo wahrscheinlich der einzige Schlüssel drauf war, den wir wirklich brauchen. Okay, eine 24 hat sie gewürfelt, eine 20 war nötig. Ist okay. Ja, hast du gut gemacht. Muss man ja auch mal sagen. Man muss ja auch mal loben. Oh, nochmal. Wer hat denn das alles vermint hier? Trauen die Trolle sich selbst nicht, oder was? Oder nur, weil wir jetzt hier sind? Oder hat Tatuccio diese Fallen alle gelegt, weil er... Oh. It's just not my lucky day. Shit. Arcanum? Also wegen dem hier. Der Hund kann keine Schlüssel knacken. Na, das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel verlangt. Was hat sie denn hier gemacht? Okay, eine 19 statt einer... Oh, die ist was schwieriger. 21. Okay, das könnte in die Hose gehen. Dann nimmt lieber mal Abstand. What troubles you? Anything else? Oh. 56 Erfahrung. Also das war gar nicht mal so einfach dann. Their sight betrays them. Hier ist nochmal ein Troll. Fragen wir, ob noch mal mehr von der Sorte sind. Oh ja, noch mal gebrandmarkter Troll, danke. Der hat aber auch ordentlich Trefferpunkte. Hm. Scheint aber ein anderer. Oder ist es derselbe Raum wie da? Hm. Okay. Gut, das wissen wir dann schon mal.
Aber hier muss es auch noch Türen geben. Wie geht's denn da weiter? Es sieht so aus, als gäbe es hier noch weitere Türen. Okay, hier ist ja noch eine. Da kamen wir nicht rein. Hier ist keine Geheimtür oder sowas. Hier ist doch noch was. Hm, da kommt man nicht weiter. Weil hier alles eingestürzt ist. Hm. Okay, da kommen wir nicht durch. Da fehlt uns der Schlüssel. Mist. Wahrscheinlich der, den wir in dieser Truhe hatten. Ah, Lindsay steht hier noch. Das ist so schön. In due time. What you want? Anything is possible. Well, sorry, was lost in thought. Omronda gratior. So. Das können wir mal. Was hat er jetzt? Das sollte er eigentlich auf. Okay. Auf Valerie machen, aber es geht wohl noch nicht. Okay. Und dann ist es auch nicht so schlimm. Dann machen wir nochmal segnen. So. Taya. Beyond God. Und in Gunnayo öffnet das Gefecht. Und auf geht's. Time's not waiting. Kannst du noch. Ne, es ist schon alles verbraucht, okay. Running will help you! Oh, hier sind aber sehr viele. Kommen wir zurück zu ihnen, ohne dass sie uns. Erwischen. Die sind zum Glück sehr langsam. This will hurt. Was war das? Donnerruf? Hier ist ein. Oh ja. Ein Untergangsprophet. I grant you death. Den müssen wir erwischen. Dann wird es vielleicht jetzt Zeit für die göttliche Macht. Tear them apart! Sie nicht alles gebrandmarkte Trolle. Boah. Was macht der da für einen komischen Donnerruf? Aber wir haben erfolgreiche Rettungswürfe gemacht. Dafür war ja der Segen gut. Er hat mir jetzt schon mal Schaden gemacht. Der Hund auch. Kundayo, ja. So gefällt mir das. Serves you right. Let's try. Den haben wir erledigt. Da hinten sitzen nur die Bogenschützen. Cannot hide from me. Die können unsere Fernkämpfer jetzt mal unter Feuer This nehmen. Should do it. Und du, Lindsay, versuch mal diesen Troll zu blenden. Oh, das war gar nicht mehr nötig. Okay, dann alle auf den. Okay, erledigt. Okay, wir haben gar nicht so viel Schaden abbekommen diesmal. Wahrscheinlich der Hund aber dafür wieder. Ja, aber es geht. Dann können Harim vielleicht mal eine Gruppenheilung machen. Dann können wir mal eine riskieren. Oh.
Da hat er mal gut gewürfelt. Den Hund um 25. Der war nicht schlecht. Okay. Also diese Gruppenheilung ist verbessert worden. So, was haben wir jetzt alles für Zeug? Hier haben wir nochmal schwere Wunden heilen. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das Klimper hier nehmen wir mal mit. Feuer widerstehen können wir auch gut gebrauchen. Hier ist noch eine schöne Armbrust. Die bringt viel Geld. Das ist nichts Besonderes. Hier haben wir nochmal so einen Klimperkram, der wiegt nicht viel. Nochmal schwere Wunden heilen. So, sehr schön. Wir haben jetzt so die halbe Trollarmee gerade aufgerieben. Okay. Was ist hier noch? Ein Gang. Keep your eyes open. Schauen wir mal hier um die Ecke. Ganz vorsichtig. Hier sind wieder, hier liegt wieder Gerumpel rum. Von den Trollen. Irgendwas ist hier nochmal zum Plündern. Das müsste er aber eigentlich auch finden können. Er hat ja einen Vorteil. Okay. Durch diesen Glücksring. Ich hoffe nicht, dass das direkt... Oh. Shit, okay. Da sind Riesenspinnen. Mit denen müssen wir uns jetzt nicht direkt anlegen. Gucken erst noch, wie es hier so weitergeht. Heieiei, hier ist ja echt was los. Hier ist nochmal ein langer Gang. Wir müssen aufpassen. Ich weiß nicht, wie gut er ist im Fallen entdecken. Da holen wir besser mal die ganze Truppe hier hin. Meine Wahrnehmung ist ja gut. Aber außer Linzi kann ja niemand Fallen entschärfen. Wie weit geht das hier? Hier ist wieder eine Tür. Hier ist wieder ein Raum, oder? Ja, vielleicht eine Verbindung hier. Hier müsste ja auch noch irgendwas sein. Die Karte ist so riesig, hier müssten eigentlich... Oh. Viel mehr Räume noch, sagen wir mal Gott. Wie viele Räume müssen wir hier mit Trollen aufräumen, sag mal. Du grüne Räume. Okay, hier ist was. All according to plan. Ho, hier ist nochmal eine fiese Falle. Harim hat die gesehen, okay. Hier ist nochmal ein Raum. Auch mit eingestürzter Decke anscheinend. Was ist das? Was haben die Zwerge hier für einen Raum gebaut, würde ich gerade sagen. Was ist hier los? Koboldlehrer. Ein in lange wallende Roben gehüllter Kobold-Schamane stolziert von den versammelten Trollen und Kobolden auf und ab. Er wird stolz, streng und ausgesprochen würdevoll. Barber Worte, genau zuhören und nachsprechen. Sprechen, wiederholt der Koboldschüler schrill und bricht in ein schnaubendes Gelächter aus. Der Schamane starrt den Schüler eine Weile an, zischt dann wortlos und wendet sich den anderen zu. Gulp, essen. Gulp, essen. Essen. Borba, Fleisch. Koboldschüler, Fleisch. Borba, Fleisch. Der Schamane dreht sich um und sieht dich. Mit vergewalteten Augen zeigt er auf dich. Du, Borba, tötet Fleisch. Fleisch töten. Oh, yeah. Hier haben wir auch nochmal eine Riesentruppe, okay. Was kann der Lehrer? Der zaubert irgendwas. Der macht magische Geschosse, so wie es aussieht. Der Rest ist eigentlich Pillepalle. Ich sag mal, ein Fall für Amiri. Warum ist denn... Warum ist das schon wieder weg? Hier ist zu weit, ne? Okay, dann machen wir einen normalen Ansturm auf den. Kundajo steht da leider im Weg. Der Hund schnappt sich den auch.
Und Ikun kann ja schon mal hier auf den Bogenschützen schießen. Der Rest der Truppe kommt danach. So, Valerie geht vor. Er ist noch nicht fertig mit seinem Schuss anscheinend. A calculated risk. Die gehen alle auf ihn. Oh, 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 oh. This will hurt. Stay behind me. What a waste. Erledigt. Uff. So, Valerie hat was abgekriegt und der Hund. Aber nicht zu viel. Ich hätte fast gedacht, die hätten ihn gekillt, weil da direkt alle auf den draufgegangen sind. Oh, Linz hat 11 Schaden gemacht. Auch nicht schlecht. Mignac 10. Valerie 9. Okay. Ja, und Mignac auch nochmal 14 Schaden gemacht. Auch nicht so schlecht. Der Hund hat 17 Schaden. Kundayo, diesmal ein bisschen weniger. Amelie hat 28 gemacht an dem Troll. Ja, hervorragend. Hier hat er wieder gut getroffen. 123. Amelie, 69 Schaden. Oh. Da war ein kritischer Treffer drin, oder? Meine Fresse. Ich glaube, so viel Schaden habe ich noch nie gemacht. Halleluja. Okay. Der ist aber voll durchgekommen. Puh. Sogar Harim hat Schaden gemacht hier. Das war nicht schlecht. Hui. So. Mann. Was war das jetzt hier für ein Gemetzel? Ach du Schande, was haben wir denn hier alles? Der Troll hat wieder so Schnickschnack dabei. Hier haben wir nochmal ein schönes Schwert, was wertvoll ist. Hm. Hm. Was haben wir hier? Bücher. Verlorene Söhne. Ah, damit hat der seine Schüler unterrichtet mit diesen Büchern, die er irgendwo gefunden hat. So ein völlig wahlloses Durcheinander anscheinend. Chroniken der Klingen. Die Geschichte von Rostland. Bekannt für ihre Mysterien. Die Flussfreiheiten. Was ist das? Ja. Märchen aus Avistan. Vor langer, langer Zeit lebte ein wütender Gott namens Ruvaguk. Dieser war ein schrecklicher Riesenwurm mit tausenden von Zähnen und Klauen. Ruvaguk verschlang jede Welt, die seinen Weg kreuzte, eine nach der anderen. Doch der größten, doch den großen Göttern missfiel die Bestie und so zogen sie gemeinsam gegen Ruvaguk in die Schlacht. Hm. Viele Götter legten ihre Zwistigkeiten bei, um Seite an Seite zu kämpfen. Der mächtige Turak, die kluge Serenrei, der grausame Asmodeus, die findige Kalistria, die kaltblütige Pharasma und viele, viele andere. Gemeinsam stellten sich Ruvaguk entgegen, als dieser sich anschickte, auch Golarion zu verschlingen. Serenrei, die Göttin der Sonne, verbot jedoch Ruvaguks Tod, und so legten die Götter den Teufel in Ketten, versenkten ihn tief unter der Erde in einem tiefen Schlaf. Seitdem wacht Asmodeus selbst über die Schlüssel für seine Ketten, und so schlummert dieses schreckliche Monster bis heute in seinem Gefängnis. Wenn sich Ruvaguk im Schlaf wälzt und mit seinem Rücken über die Wände seines Gefängnisses schabt, erbebt die Erde und Vulkane speien Feuer. Also erklären die sich dann also die Geotektonik und so. Schutz vor Ordnung. Ja, Ordnung werden wir wohl hier nicht finden.
Let's try this way. Okay. Aber was haben wir hier gefunden jetzt für einen Raum? Also hier hat anscheinend der versucht, die Menschensprache beizubringen, dieser Vogel. Warum auch immer. Follow my lead. Wozu eigentlich? Wenn sie nicht wirklich neben den Menschen leben wollen, wozu wollen sie ihre Sprache wissen? Ich glaube, den Trollen das nicht so ganz, dass sie wirklich hier friedlich sein möchten. Vielleicht jemand wie Jason, okay. Aber sein Anführer sah nicht so danach aus. Helfen. Moralbonus. Furchteffekte. Oh. Gehen wir nochmal festhalten. Moralbonus. Das wäre auch noch was für Valerie vielleicht. Und dann nochmal so ein Angriff mit Angst, Furcht oder irgendwas kriegt. Den Hund haben wir Schild des Glaubens gegeben. Vielleicht erhöht sich seine Rüstungsklasse mittlerweile auf 29. Valeria 30, das nur zum Verhältnis mal. Kann man einen Trank benutzen. Patience. Und er kann nochmal eine Heilung auf den Hund machen. Boah, ist riesig. Von der Perspektive her. 5. Just letting the ink dry. Yes, I'm still here. Und wir verbrauchen jetzt alle mal, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert. Ja, wo ist er? Da hab ich ihn. Aus meinem Cursor verloren. Yes. 6, 4, der hat aber auch ein Würfelglück, ey. Er sollte nicht in ein Spielcasino gehen, Harry. naja, gut, ich hatte ihn zumindest so halbwegs. Komm, machen wir noch einmal, mal sehen. 3, das ist albern, Harry. Ach, scheiße. Jetzt habe ich mich verklickt, ich Trottel. Entschuldigung, jetzt ist Sarim mehr als geheilt, aber der Hund nicht. 9. Das kann er sogar mit 9 machen. Und dann mittleren macht er mit 7. Was ist das für ein Bullshit? Dass das so ein Durcheinander mit den Würfeln ist, ey. Das Segnen behalten wir uns nochmal. Das hat ganz gut funktioniert. Vielleicht nehmen das für ihn. Das gibt ja auch nochmal Moralbonus, Angriffs- und Rettungswürfe gegen Furcht. Moralbonus, ja. Gucken wir mal. Dann hat er noch Verschwimmen. Das könnten wir auch nochmal machen, wenn er in Bedrängnis ist vorne irgendwo. Und wir können nochmal das Segnen benutzen. So, zum Glück haben wir noch einige Rollen. Es wirkt ja noch das Shepherd's Pie auch. Deshalb sind wir auch gut bei den Rettungswürfen unterwegs. So, was haben wir jetzt hier für ein seltsames Ding? Die Trolle waren nicht freundlich zu dieser seltsamen Statue und ihr Zweck ist weiterhin unbekannt. Das ist Sonne und Mond. Wenn das die Sonne ist, dann hat sie hier so eine Zickzackrune. Und das ist der Mond, hat diese fischartig aussehende Rune hier. Vielleicht müssen wir diese anderen beiden Dinge in der anderen Halle so einstellen, dass sie genau das wiedergeben, was man hier sieht. Könnte ich mir vorstellen. Und dann weiß ich nicht, was dann passiert. Keine Ahnung. Aber vielleicht ein großer Schatz oder, keine Ahnung, großes Geheimnis. Die heime Zwergenarmee kommt aus ihren Begräbern und killt die Trolle alle, die ein bisschen aussehen. Naja, Pilz halt. Okay. Pilz und Moos.
Dafür hat sich das schon mal gelohnt hier. Okay, interessant, dieses Rätsel, das wir mal vielleicht am Schluss erst lösen können. So, geht's hier irgendwo weiter? Ne, hier geht's raus. Ne. Genau, das ist die andere Seite, wo hier alles eingestürzt war. Okay, da geht's dann nicht weiter. Dann haben wir das auch. In due time. Genau. Wie du sagst, hier ist der Gang mit der Falle. Hier scheint es sonst nichts weiter zu geben. Hier ist irgendwas von der Decke gestürzt. Okay. Dann haben wir diesen Raum. Aber hier muss noch unglaublich viel sein. Die Karte ist so riesig. Puh. Jetzt haben wir als nächstes Problem hier diese Falle. Da wollen wir nochmal zwischenspeichern, bevor wir hier ein Unglück raufbeschwören. I failed. I'm sorry. Auch wieder eine 19 und 21 ist nötig. Hm. Okay, ist halt nicht so der Glückstag von allen. I failed. I'm sorry. Adventures call to them. Ihr könnt es nochmal versuchen. Bevor ich das einen Zauber verschwende dafür. It's just not my lucky day. Ich krieg die nicht weg. Die 20 gewürfelt. Oh. I failed. I'm sorry. Jetzt hat's geklappt. Uff. So, jetzt haben wir einen höheren Modifikator bekommen. Jetzt klappt's auch. Wunderbar. Okay, jetzt haben wir da einen Zauber für verschwendet. Ich habe, das hat ja doch was gebracht jetzt. I will protect. So. Oh. Hier sind nochmal Kobolde. Und Troll, Wachhund. Und da das hier noch ziemlich viel Raum ist, vermute ich mal, dass hier noch mehr dahinter ist. Ja, dann bleiben wir mal so stehen. Wie geht der Hund? We will be victorious. Falsch geklickt. Okay, aber jetzt wissen wir auch, dass hier nicht mehr ist. So. This should do it. You deserved it. Oh, was hat sich da? Der war das hier ein Kunde, jo. Der nimmt den hier. Good, you get. Bums, der ist direkt weg. Ein Schuss, flupp. Okay. Interessant. A calculated risk. Okay, kurzer Prozess. Da braucht man jetzt gar nichts mehr großartig machen. Gold und Klimperkram nehmen wir, den Rest nehmen wir noch mit. Wie sieht es mit dem Inventar aus? Wow, wir können noch sehr viel schleppen. Wir schleppen hier fast 2 Tonnen mit, aber ist überhaupt kein Problem. So, wir haben auch keinen Schaden bekommen. Es ist schon unheimlich. Gut, der Hund immer ein bisschen, aber auch jetzt nicht viel. Das sind die. Also, Kobolde sind keine Gegner mehr für uns. Jetzt müssen wir natürlich trotzdem aufpassen, dass wir nicht in eine Falle rennen nochmal oder. Wenn hier 6, 7, 8 Trolle auftauchen, wäre es dann schon eine Herausforderung. Okay, nochmal eine Falle. So, Lindsay, versuch nochmal dein Glück. Du hast da jetzt auch den Bonus durch den Zauber trotzdem nicht. Ach komm. Die ist schwieriger, die hat den 22 Schwierigkeitsgrad. Okay. Die werden immer schwieriger hier. Hier kriegt aber mehr Erfahrung. Sieht man auch Erfahrung, wie sie kriegt. Okay, hat aber funktioniert. Wer hat denn diese ganzen Fallen hier gelegt? Das ist echt merkwürdig. Der legt ja nicht unnötig Fallen. Da laufen ja auch die eigenen Leute vielleicht rein. Ich meine nicht, dass die Trolle oder die Kobolde hier so die aller intelligentesten jetzt alle wären, ne? Hier haben wir noch eine Tür. Oh, hab keinen Schreck gekriegt. Ich mache einfach die Tür auf. Ich wollte die gerade noch tarnen und vorsichtig und. Einfach so, wumms, Tür auf. Das hat natürlich jetzt keiner gemerkt, dass die Tür aufgeflogen ist. Deshalb gehen wir jetzt ganz heimlich hier rein. Hm. Ist auch wieder alles eingestürzt. Hier scheint aber niemand zu sein. Okay, dann. Das ist einfach dann nur ein leerer Raum.
Aber wo geht denn der noch hin? Okay. Das ist aber ein riesiger Level hier. Also diese Festung scheint ja gewaltig groß zu sein. What a find. Was haben wir hier? Oh, ich werde reich. Hier ist eine riesige Treppe. Hier geht's noch oben oder was? Ah, da sind wir ja auch runtergekommen. Das ist der andere Weg nach oben. Okay. Ah, Moment, dann könnten wir ja mal hochgehen. Und irgendwas Wertvolles übersehen. Ja, nee, gut. Ein Gold bringt diese Perle. Oh, hier haben wir nochmal Gold übersehen. Das nehmen wir mit. Nö, so nicht, Freunde. So nicht. Hier haben wir noch was. Trollsteinwerfer übersehen. Wer denn da so blind, ey? Wir gehen. Dann können wir uns das jetzt nochmal anschauen. Vielleicht so sah diese Thorax-Statue aus, oder was? Bevor sie zerstört wurde. Dann können wir uns da vielleicht nochmal diese Mond, Sonne-Mond-Dinger angucken. Also hier dieses Mondding steht auf diesem Fisch. Das ist eigentlich richtig. Da müssen wir jetzt hier schnell hin. Okay. Ich schneide das mal kurz raus, weil das zu lange dauert. Und mache dann weiter, wenn sie da sind. Dann ist sonst nur unnötige Warterei. So, da sind wir. Aha, und hier ist jetzt Sonnensymbol, glaube ich. Na, da müssten wir hier jetzt dieses Zickzack-Symbol einstellen, schätze ich mal. Wo ist denn das? Da! Über den unter dem Boden natürlich entfernt zu klicken. Da müsste es jetzt stimmen, oder? Dann können wir jetzt hier runtergehen. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt... Sonst müssen wir noch was anderes ausprobieren. Oder später, wenn wir alle... Falls wir das schaffen sollten, den ganzen Level hier geklärt haben und keine Gegner mehr haben sollten, dann können wir das nochmal kontrollieren, ob das funktioniert hat. Mit diesen Symbolen hier. Aber eigentlich haben wir es dann jetzt richtig eingestellt, schätze ich. Kann es sein, dass hier sich was auch geöffnet hat? Oh ja! Wir haben es richtig gemacht. Oh! That is not far. Was haben die Zwerge hier wohl versteckt? Oh! 2021 Goldmünzen. Und eine Ritterrüstung. Natürlich, Sachen, die wertvoll sind für Zwerge. Metallrüstungen und Gold. Das ist der Schatz der Zwerge. Den wir jetzt hier finden. Gesegneter Pfad. Was ist das denn? Schwere Rüstung. Verbesserung plus 2. Huh. Diese Ritterrüstung kann nur von guten Charakteren... Oh, shit. Diese Ritterrüstung kann nur von guten Charakteren ausgerüstet werden. Sie gewährt ihrem Träger einen Verbesserungsbonus von plus 2 auf Weisheit und Charisma, so einen heiligen Bonus von plus 4 auf Rettungswürfel gegen Zwangsangriff und Gift. Trägt sie einen Paladin, gewährt sie diesem Ferner die Fähigkeit, täglich zweimal den Zauber Böses niederstrecken zu wirken. Wir haben, glaube ich, keinen, der das nutzen kann. Weil Valerie ist nicht gut. Sie ist rechtschaffen neutral. Shit. Die hätte ihr nochmal einen guten Bonus gegeben. Nur leider haben wir niemanden, der sie tragen kann.
Nicht mal Harim, weil er ist chaotisch. Die können wir keinem geben. Aber können sie verkaufen. 3057 Gold. Und allein das, was wir hier schon gefunden haben, da können wir uns komplett neu mit vergoldeten Rüstungen ausstatten, glaube ich. Okay. Gut, dann haben wir den Schatz der Zwerge gefunden. Sehr interessant. Sehr interessant. Das Rätsel haben wir gelöst. War dann doch gar nicht so schwer. Aber auch cool gemacht irgendwie. Sieht gut aus. Also, ja, okay. Ah, ihre Laterne funktioniert, ja. Dann haben wir es hier wieder weiter geschafft. In den unteren Kavernen. Pathfinder Kingmaker. Dann schauen wir in der nächsten Folge, wie es hier so weitergeht hier unten. Und wann wir endlich auf Hargulkar und Tartuccio treffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Das Ende ist nah.